dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet. Man möchte es nicht für möglich halten, aber mittlerweile ist die 65. Folge der Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik am Start hier auf dem Gleichsatzkanal der Adresse für diejenigen Zeitgenossen, die an einem qualitativ niveauvollen geistigen Sein interessiert sind. Ich bespreche hier die Leitsätze vieler Artikel auf gleichsatz.de und dazu kommen die jeweiligen Kategorien, Abstraktionskategorie aus der Kategoriensammlung von gleichsatz.de und was sich so in der Abteilung Fritz Mautner gefunden hat. Thema Sprachkritik wird hier besprochen zum Zwecke der systematischen Aufarbeitung und der Klärung des systematischen Zusammenhangs dieser Angelegenheit, zum Zwecke der Verbesserung der Denkfähigkeit, der Urteilskraft derjenigen, die sich hierfür interessieren. Es geht weiter mit der Nummer 309 von 350. Das Ende der ganzen Veranstaltung ist absehbar. Ich denke mal in Richtung Schärfung eines Sprachbewusstseins, wie überhaupt eines Bewusstseins hat diese Veranstaltung beigetragen. Jetzt muss ich mir nur noch einen Agenten suchen, der in der Lage ist, das alles entsprechend zu verkaufen, weil ich bin nicht der Marketman, bin ich nicht. Ich habe diese Preiserei gestrichen und soll es nun so sein, dass das Ganze in der Versenkung verschwindet und erst im Jahre 2114 wieder auftaucht, dann soll es eben so sein. Meine Arbeit ist getan, ich habe das veröffentlicht und mehr kann man nicht tun. Eine Schuldigkeit ist getan und der Rest an Schuldigkeit liegt dann jetzt entsprechend die musikalische Untermalung hier an dieser Stelle. Also wie gesagt, Medias Res jetzt, 309, Trennung von wissenschaftlicher Gegenstandsproblematik und philosophischer Sinnproblematik. Da ist jetzt irgendjemand der Meinung, nicht näher genannter Autor, der Meinung, man müsste hier eine Gegenstandsproblematik von einer Sinnproblematik trennen und die Gegenstandsproblematik, die wäre wissenschaftliche und die Sinnproblematik, die philosophische, sodass sozusagen der Sinn in die Abteilung Philosophie gehört. Sinn auch ein bedeutungsträchtiger Begriff, der die verschiedensten Interpretationen erlaubt. Und Gegenstandsproblematik, das ist das harte Geschäft des beweisbaren Wissens, die harten Fakten, so jedenfalls ein nicht genannter Autor. Das Ganze erklärt sich sofort, wenn klargestellt wird, dass in dieser wissenschaftlichen, sogenannten wissenschaftlichen Gegenstandsproblematik so etwas wie eine empiristisch unmittelbare Erfahrung verstanden wird, die es nicht gibt. Und dann fällt der Philosophie plötzlich eine ganz andere Aufgabe zu, und zwar die der Erkenntniskritik, der Wissenschaftskritik, der Abstraktionskritik, der Sprachkritik. Und am Ende dieser Auseinandersetzung muss sich die Wissenschaft bescheiden, eine bloße Technik zu sein, die in bestimmter Art und Weise
sinnvoll und nutzvoll ist, also der Sinn im Sinn von Sinn und Zweck, Nutzen, den etwas hat, aber die Beurteilung, inwieweit irgendein Nutzen vorrangig oder nachrangig ist oder zu sein hat, das obliegt dann unter anderem auch der Philosophie. Mein Philosophiebegriff, der lautet so, dass überall da, wo andere nicht genug reflektieren, ganz egal um was es sich handelt, muss es Leute geben, die dann noch den entsprechenden Überblick haben, um zumindest die Problematik zu sehen. Und das sind dann Leute, die sich ausschließlich oder vorwiegend mit derartigen Widersprüchen beschäftigen, die es in der Vergangenheit bisher nicht gegeben hat, sonst wäre die sogenannte Wissenschaft nicht so dermaßen ungeschoren davongekommen. Also eine Umwertung aller Werte, eine Neuordnung von Grund auf, aufgrund einer völligen Umgestaltung der bisherigen Legitimationen, Rechtfertigungen, die bisher auf der Basis allgemeingültigen, objektiven Wissens gestaltet wurden, sind alle zu revidieren, zu überarbeiten, je nachdem, wie viele Anteile es da gibt an reiner Spekulation und auch versteckten Machtinteressen. Das wird man sehen, aber zuerst einmal muss durch die Bank auch der letzte Hansel in irgendeinem Hitler-weltlerischen Dorf begreifen, dass es kein allgemeingültiges Wissen, keine allgemeingültige Wahrheit und keine allgemeingültige Erkenntnis gibt. Und wenn jetzt, ich bin es schon müde, immer wieder auf diese naiven Einwürfe zu reagieren, die mir dann vorwerfen, ja, das ist ja dann auch wieder eine allgemeingültige Wahrheit, dass es keine allgemeingültige Wahrheit gibt, dann muss ich, erwidere ich, dass es auf das Subjekt ankommt. In der bisherigen Auffassung spielt das Subjekt keine Rolle, weil es ja, weil mit einem Subjekt überhaupt die gerechnet wird. Und hier ist es das ganz das Gleiche. Der Vorwurf geschieht aus einer Logik des, wenn das alle täten, aber diese Logik ist irrelevant, weil alle niemals irgendetwas ganz Bestimmtes tun. Es ist nur eine Idee, eine Theorie, und diese Vorstellung ist jetzt da, wo die Allgemeingültigkeit bestritten wird, deswegen nicht allgemeingültig, weil es ja auf den einzelnen, jeweiligen Einzelnen ankommt, inwieweit da etwas kapiert wird. Und dieses Verstehen der nicht vorhandenen Allgemeingültigkeit oder um es plakativ zu sagen, zu verstehen, dass nichts gegeben ist in einem logisch allgemeingültigen Sinn, das ist die grundlegende Erneuerung, sodass es auf die jeweiligen Einzelnen ankommt, die das begreifen. Das sind dann von mir aus 10, von mir aus 20, 30, 40, 50. Und diese Allgemeingültigkeit ist dann beschränkt eben auf diese, innerhalb dieser 50 Leute oder 100, von mir aus 100.000, könnten es unter Umständen heute schon auf diesem Planeten sein, wenn man das etwas forcieren würde, die aufzuspüren, da Umfragen zu starten, die nicht an eine allgemeingültig, logisch allgemeingültige Realität glauben. Vielleicht auch aus anderen Gründen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Dann sind es eben so viele, und Allgemeingültigkeit heißt dann 100.000 oder 10 oder 20 oder was weiß ich. Das ist aber immer nur in einem ethischen Sinn von Bedeutung, nicht in einem logischen.
Das heißt, wenn es darum geht, irgendwelche Abstimmungen abzuhalten, wo dann jemand über etwas, eine Sache dann verfügt wird, das dann zu einer Regel wird oder von mir aus auch zu einem Gesetz, dann sind das genau so viele Leute. Und im optimalen Fall ist die Sache, über die entschieden wird, eine, die genau diese Leute auch betrifft. Von mir aus 10.000 oder jetzt die Einwohner einer Stadt. Und dadurch wird der Abstraktionsgrad der ganzen Geschichte erheblich reduziert. Weil wenn jetzt heutzutage irgendeine Wahl stattfindet zum Bundestag von mir aus, dann sind die Angelegenheiten, die Interessen der einzelnen Bürger wird nicht in sehr geringem Maß über werden die Interessen der einzelnen Bürger befriedigt, sondern eben die Interessen der Allgemeinheit. Und da ist man dann so beteiligt an dieser Allgemeinheit, im Prinzip kann jeder, wenn jetzt, Nationalspieler Gosens schreibt ein Buch, man soll an seinen Traum festhalten, so ungefähr, dann ist das so eine Jubellektüre, wo sich jeder dann in die Logik einschalten soll. Ja, wenn das der eine schafft, dann können es die anderen auch alle schaffen. Also einer steht für die Allgemeinheit. Und das ist eine Logik, dieselbe wie im Prinzip gibt es ja Lottogewinner, die eine Million oder was weiß ich, was die Preise jetzt da sind, gewinnen. Aber die Chancen für alle anderen, die sind relativ gering. Ich weiß jetzt nicht, ob hier im Bildungsbürgertum da irgendwelche Lottospieler drunter sind, aber so ungefähr schaut das aus. Es ist nur, ist eine Art, diese Begeisterungsouvertüren, die dann oft über die Medien geschaltet werden, dass die Leute begeistert dann irgendetwas anstreben und die Generation 2000, die wollen jetzt alle YouTube-Star und bekannt werden, das ist das, was ihre Ziele sind. Also Illusion spielt eine große Rolle und ein fast schon religiöser Glaube, dass man selbst eben da auch dabei ist. Man glaubt dann auch noch, mit Leistung ist da etwas zu erreichen. Aber von den paar Hanseln abgesehen, die das tatsächlich schaffen, ist die eigentliche disziplinarische Maßnahme die, dass die Masse strebt und ihr Bestes gibt, und davon profitieren eben die Leute, die andere für sich arbeiten lassen können. Das ist der ganze Sinn und Zweck von der Angelegenheit. Aber im Grunde genommen ist das diese Abstraktionsproblematik, dass eben vom Einzelnen abstrahiert wird oder sich der Einzelne mit der Allgemeinheit identifiziert. So als würde das Wort Wirklichkeit, das Allgemeinste, was es überhaupt gibt, etwas Konkretes bedeuten, irgendeinen konkreten Gegenstand. So, dass das beweisbar wäre, das ist leider nicht der Fall, weil nicht einmal das Sein ist eine Eigenschaft des Dings. So viel zwar nicht zu der Nummer 209, aber doch erheblich zur Erklärung hat jetzt meine, wie nenne ich das, Tirade, war das schon fast, bleiben mir noch 13 Minuten, gut über die Hälfte, auf eine Nummer verplempert. Was heißt verplempert? Aber doch, also die 80 möchte ich nicht erreichen hier mit der Trilogie. Das wäre etwas sehr viel geplaudert. Wie auch immer, wenn es dann so ist, dann ist es so. Die nächste Nummer heißt 310. Sprache ist der erste Hebel zur Aneignung. Das ist jetzt ein Begriff,
der noch nicht allzu häufig ist, schon besprochen worden, und zwar jeweils immer in den Anklängen zur Ökonomie. Ich rufe den Prozess der Begriffsbildung ins Gedächtnis. Es wird ein bestimmter Begriff, ein Ding, eine Sache, eine ungeformte Sache oder eine unbekannte Sache, ein Phänomen wird mit einem Namen bezeichnet, zum Zwecke der besseren Funktion, Nutzbarkeit. Ich stehe im Bäckerladen und vor mir liegt ein Zuckergebäck, das wahrscheinlich einen Namen hat und auch ein Preisschild, aber von den verschiedenen Preisschildern gelingt es mir nicht, den richtigen Namen rauszusuchen, und ich deute mit dem Finger darauf und sage, eins von denen da. Und die Verkäuferin nimmt das dann, und hier ist der Sinn und Zweck als jetzt Dings da, als Generalname für alle die Sachen, die nicht nach ihrem definierten Namen bekannt sind, um meinen Wunsch Ausdruck zu verleihen, dieses Ding käuflich zu erwerben. Der dahinterliegende Zweck ist wieder ein anderer, aber das spielt jetzt keine Rolle. Und zwar einer des gemütlichen Nachmittags mit einer Tasse Kaffee und etwas Süßem, das eine meiner Lebensgewohnheiten ist, aber genug aus der Schule geplaudert. Also, der erste Hebel ist etwas drastisch ausgedrückt, mechanisch. Aber so funktioniert diese Art von, ich nenne das gern auch Machtinteresse. Es ist nicht nur ein Interesse, sondern im Grunde genommen ist alles, was getan wird, stellt eine Macht dar. Etwas, wo ein Wille dann sozusagen realisiert wird, beziehungsweise ein Wunsch erfüllt. Diese Redewendung gefällt mir besser. Aber im Grunde genommen ist es derselbe Prozess, wie es herrscht ein Interesse. Es ist ein Interesse vorhanden, um jetzt irgendetwas zu erreichen. Und dieses Interesse ist im Grunde genommen ein Machtinteresse. Es soll etwas in meinem Sinn getan werden, oder das, was ich will, soll erreicht werden. Es ist nicht nur für meine Begriffe, sondern ich rate dazu, den Machtbegriff genau an dieser, sozusagen am Ursprung der Begriffsbildung anzusetzen und dementsprechend dann die Interessen zu legitimieren, ob der jetzt logisch nachgeprüft werden kann oder in Form eines Katalogs an Wertvorstellungen und die Unterordnung dann dieses oder jenes Interesses, um im Konfliktfall dann einen Streit beizulegen. Also, es geht weniger um Erkenntnis, sondern es geht hier um Macht, und zwar in diesem Bacon'schen Sinn: Wissen ist Macht. Das heißt weniger, dass jetzt ein Wissen dasjenige wäre, sondern das Interesse zum Wissen muss hier dazwischen geschaltet werden. Das ist ein Machtinteresse. Und es handelt sich hier um den mit Nietzsche zu sagen Willen zur Macht, der hier wirksam ist. Und dieser Wille zur Macht ist derjenige, der dann, wenn er nicht geregelt wird, sich möglicherweise in Form eines Absolutismus, totalitäre Verhältnisse sich auswirkt, wenn das Prüfsystem nicht funktioniert. Und das ist Sache der Politik, die Verhältnisse so zu gestalten, dass diese Kontrolle, diese im Grunde genommen demokratische Kontrolle, funktioniert.
Und schon geht es weiter mit der Nummer 311. Georg Wilhelm Friedrich, da steht der Hegel gar nicht mehr dabei, aber es ist der Hegel. Seine Grundlinien der Philosophie des Rechts haben auch für eine große Anhängerschaft gesorgt, war der gute Mann da auch sehr zugange, Spitzname Staatsphilosoph, auch Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika schwer am Wirken. In diesen Grundlinien heißt es, die Besitznahme ist teils die unmittelbare körperliche Ergreifung, teils die Formierung, teils die bloße Bezeichnung. Also die unmittelbare körperliche Ergreifung, das ist im Grunde genommen die Willkür, wo die Frage der Legitimation jetzt noch nicht geklärt ist oder sie ist schon geklärt, dass das da dahingehend geregelt ist, wer zuerst kommt, mal zuerst, so nach dem Fall, wie in Amerika die Siedler da ihre Claims abgesteckt haben, Indianer haben zugeschaut, die Eingeborenen, Indianer ist ja schon wieder rassistisch angeblich, teils die Formierung, teils die bloße Bezeichnung. Also der Vorteil durch die Bezeichnung, der besteht dann darin, dass etwas, das vorher noch keinen Namen hatte, auf einmal einen Namen hat mit der entsprechenden Definition. Also jetzt mal vergleichsweise der Bewusstseinsbegriff, den hat es vorher nicht gegeben. Und da stellt man sich dann zwei Leute vor, der eine kennt den Bewusstseinsbegriff und der andere kennt den nicht. Und jetzt muss es bloß um irgendetwas gehen und plötzlich beginnt einer der beiden Verhandlungspartner in Richtung Bewusstsein zu argumentieren. Hat da durchaus treffende Argumente, weil es lässt sich ja so etwas wie ein Phänomen des Bewusstseins, eine Einheit im Denken und damit verbunden auch das Phänomen einer Person oder eines Ichs lässt sich ja schwerlich bestreiten, beziehungsweise jemand, der von Bewusstsein noch keine Ahnung hat, wird jetzt auch von der Ich-Problematik weniger eine Ahnung haben. Also ich will damit nur sagen, dass so jemand eine Waffe hat in Form eines Arguments, um jemanden da irgendetwas abzuschwatzen oder einzureden, etwas beizubringen, wie auch immer. Auf alle Fälle steht diese Person dann ist in einem Vorteil dem anderen gegenüber. Und das gilt jetzt nicht nur für den Bewusstseinsbegriff, sondern dann letztlich könnte man sagen, ist der gebildete, versierte Mensch dem ungebildeten, primitiven Naivling in der Regel immer im Vorteil, wenn es sich jetzt nicht um irgendwelche außergewöhnlichen Zustände wie jetzt Nachkriegszustand und der Bauer, der gibt seine Eier nur gegen ein Schmuckkollier her, also in dem Fall wäre jetzt der Naivling im Vorteil oder der Ungebildete, aber von dieser Ausnahme einmal abgesehen, komme ich zur nächsten Nummer. Nietzsche, gelernter Philologe, schlägt hier zu und zwar heißt es bei ihm, das Herrenrecht Namen zu geben, geht so weit, dass man sich erlauben sollte, den Ursprung der Sprache selbst als Machtäußerung der Herrschenden zu fassen. Sie sagen, das ist das und das. Sie siegeln jegliches Ding und Geschehen mit einem Laut ab und nehmen es dadurch gleichsam in Besitz. Also ein Herrenrecht ist das, eine Machtäußerung der Herrschenden. Und genau in dem Sinn kann das, wie in einer der letzten Folge dann passieren, dass das Schweigen als Widerstand empfunden wird, weil diese Herren mit ihren Machtäußerungen dann
sozusagen nicht mehr wirksam werden, weil ihre Argumente nicht mehr gehört werden, ihre Begriffe keine Aufmerksamkeit mehr finden, kein Interesse mehr finden. Es ist eine mit anderen Waffen eine Ablehnung. Man begibt sich im Grunde genommen nicht auf das Schlachtfeld desjenigen. Man lässt sich das Schlachtfeld nicht mehr vorschreiben, sodass der andere gezwungen ist, auf eine andere Art und Weise seine Ziele zu verfolgen. Und wenn jemand jetzt Schwafeln oder das Quatschen als Waffe nicht mehr zur Verfügung hat, dann schaut es bisweilen dann plötzlich ganz anders aus in solchen Auseinandersetzungen, und der Redegewandte ist plötzlich gezwungen, ohne viel Trara da klein beizugeben. Oder zumindest werden ihm Kompromisse abgetrotzt durch die reine Verweigerungshaltung. Ich könnte jetzt ein sexistisches Argument bringen. Frauen, die kennen diese Art von Widerstand sehr gut, diese Art der Verweigerung in Form eines Keuschheitsgürtels. Es handelt sich im Grunde genommen immer um eine Art der Kriegsführung, wenn jemand das Wort ergreift, oder in Form der Sprache werden immer Vorteile und Nachteile gegeneinander abgewägt. Immer eine Form von Strategie damit verbunden, weil immer ein Interesse mit im Spiel ist. Und dieses Interesse ist dann letztlich ein Machtinteresse. Das gilt jetzt auch, hört man oft, dass jetzt in die Problembezirke kommen irgendwelche Sozialarbeiter, und die versuchen dann so die kommen dann auf die Verstehenstour, sie wollen dann alles Mögliche verstehen, aber letztlich geht es ihnen nur um bestimmte Ziele, die sie da womöglich in Konkurrenz jetzt noch zu anderen Bewerbern realisieren müssen, dass die Verbrechen in diesem Viertel jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren dann zurückgehen, so auf die Art. Aber das wird jetzt nicht verdeutlicht in so einem Gespräch, Verstehensgespräch von so einem Sozialarbeiter, sondern der versucht dann die Bedürfnisse hier dieser Leute kennenzulernen und tut so, als würde er versuchen, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Aber die eigentliche Relation ist, dass es eben ein Job für ihn ist, der bezahlt wird, und da steht eine Leistung dahinter, die zu erbringen ist. Und wäre das denn dieser Bevölkerung dieses Viertels klar, im Grunde genommen ist es den helleren Köpfen ist es sicher klar, denn die Einfältigeren, die bilden sich dann ein, ja, jetzt habe ich einen Freund gefunden und so. Aber wie so oft ist das Richtige ins rechte Licht setzen, die richtige Relation setzen, gibt dann ein ganz anderes Bild, als, wie ich habe das schon mal angesprochen, ist immer die Rede von 20% haben die und die Partei gewählt, aber es wird nicht dazu gesagt, dass nur 50% der Bevölkerung überhaupt gewählt haben, sodass diese 20% im Grunde genommen bloß 10% der Gesamtbevölkerung sind. Es ist ungefähr dasselbe wie jetzt beim Fußball, heißt es, ja, dieser oder jener Verein hat 80% des Ballbesitzes. Aber es wird nicht dazu gesagt, des Ballbesitzes in der eigenen Hälfte, weil die dann 3-0 verloren haben, wo die andere Partei bloß 10% des Ballbesitzes, aber in der gegnerischen Hälfte, und das waren dann Tore. Also lauter solche Informationen oder Behauptungen, Statements, die aus einer ganz anderen einem ganz anderen Bezug getroffen werden, erhalten dann ein
völlig anderes Licht, wenn dieser Bezug, die Relation anders hergestellt wird, obwohl es sich um die ganz die gleiche Sache handelt, aber eben verschiedene Beurteilungen möglich sind. Und nur jemand, der die Abstraktionsprozesse kennt oder wie sowas abläuft, wie dann man etwas machen kann, weil ihm klar ist, dass von Anfang an schon ein subjektives Moment, ein Wollen, ein Bestreben mit dabei ist, kann das dann auch in späteren oder etwas entfernterer Thematik dann analysieren und somit eine Kritik oder eine Prüfung dessen vornehmen, was ihm da vorgesetzt wird. Aber meine Zeit ist schon vorbei, habe ich gerade, ich bin schwer über die Zeit, 6 Minuten. Das kriege ich nicht mehr geregelt, nicht mehr mit Post-Production und Hängern löschen. Tja, Folge 65 war das, sehr geehrte Damen und Herren. Ich notiere mir hier nochmal. Das Herrenrecht, mit noch so einem Herrenrecht geht es weiter, brauchen wir uns dann um das nächste Mal gar nicht mehr weiter aufzuhalten. Aber ich bin Peace, ich muss das deutlich aussprechen, Peace, damit der YouTube-Transcriber das richtig macht. Peace und out.